Manchmal ist es wie bei den Profis. Wer trifft, hält die Hand auf. Zur Belohnung für das Siegtor bekommt der Knirps von Sparta Prag 3 Euro von seinem Coach. Andere gehen leer aus. So oder so ist so ein E-Jugendturnier eine ernstzunehmende Sache. 48 Teams aus 8 Ländern, internationales Flair mitten in Delmenhorst. Grai, grai, piwa, piwa, piwa. Sroko, Sroko, Jare. Well done, Luke. Can we do it, Luke? Can we do it? James. Wieder Kopf, Schrott, sieh wie Soki, du musst dann Goal. Wie klappt die Kommunikation jetzt gerade, sagen wir mal, mit Polen oder Ungarn? Die sprechen ja nicht unbedingt Englisch oder Deutsch. Ja gut, ja, man hat ja so seine Bekannte, die eben auch Polen sind, ne, die man da dazu zieht, die Übersetzungen machen. Und bei England, ja gut, da muss man sein Wörterbuch dazu ziehen oder hat vielleicht auch seinen alten Englischlehrer in der Schule, der das übersetzt, und dann passt das schon. Multikulti-Fußball, klein gegen groß, rot gegen weiß, Köln gegen Lubin, eine Mannschaft aus Polen. So wie hier wird 2 Tage lang auf 8 Plätzen gleichzeitig gefightet, gedribbelt und gebolzt. Von den ausländischen Teams hat es Lubin am weitesten gebracht. 0:0 nach 1x15 Minuten gegen Köln. Elfmeterschießen im Viertelfinale. Es sind die Momente von Sven Müller, dem Torwart der Kölner. Mit seinen Paraden ebnet er den Weg ins Endspiel. Die Westdeutschen, die Elfmeterspezialisten des Turniers. Die Kölner, ein Haufen voller Glückseligkeit. Gästeteams wie das aus Lubin, ein Häufchen Elend. International versuchen wir natürlich immer daran zu feilen, noch weitere Hochkaräter zu bekommen. Ich denke mal, mit Galatasaray und Helsinki oder Austria oder wo sie alle herkommen, ist es doch schon bemerkenswert. Das Finale. Hertha gegen Köln vor 2.500 Zuschauern. Die Berliner so, wie man sie aus der Bundesliga nicht kennt. Schnell, zielstrebig und erfolgreich. Bilal Kamari mit einer sehr erfrischenden Aufführung. Im Finale, das über 2x10 Minuten geht, ist der Berliner Stürmer der überragende Mann vor der Pause. 2:0, es winkt die große Belohnung. Wir haben noch 10 Minuten, dann haben wir den größten Schritt erreicht, Jungs. Ja. Den Pott. Dann habt ihr den Pott. Eure Arbeit. Das mit Abstand beste Team gewinnt am Ende klar. 3:0. Besonders für die Jungs aus der Hauptstadt hat sich der Trip nach Delmenhorst gelohnt. Vom Spielerischen her war es ein Top-Endspiel, was die Jungs gezeigt haben. Und Köln ist ein bekannter, schwerer Gegner, sag ich mal. Aber die waren richtig heiß, die wollten gewinnen. Das hat man ihnen angemerkt. Wer ist dein Vorbild? Weiß ich nicht. Ja, Cristiano Ronaldo. Der spielt ja nicht bei Hertha. Ich weiß, mir egal. Große Sprüche nach großer Leistung. Und so einen großen Pokal hat Hertha BSC noch nie gewonnen. Erst geht er ohne runter.